Mama, ich will hier raus, ich will hier raus. Oh mein Gott, da ist ein Österreicher. Das war dein Einsatz, nee. Tridi. Okay. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, und ihr erinnert euch, wir sind unten in den Kerkern von Hogwarts. Die gute Hermine hat uns hier runtergebeten und ich dachte, was ist wohl passender als ein Kellerlevel, um einen Österreicher zu Gast zu haben. Und der nennt sich da Tritaldor. Guten Tag, Tritaldor. Schön, dass du dich auch mal hier auf meinem Kanal platzierst. Ja, irgendwann muss mal sein, ne? Viel wichtiger noch, mit Hermine würde ich auch im Keller gehen. Alter. Du machst es mir gerade viel zu einfach. Ich sag dir jetzt mal einfach gar nichts zu, Alter. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Das ist schon wieder Jubeljahre her. Da ist Pavattel Patil, oder wie die Alte hieß. Professor Quirrell hat diese Ebenen aufgestellt, um seine Schüler zu testen. Ich weiß nur nicht, wie man dort hinaufkommt. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste, bevor ich mich auf ihnen halten kann. Das ist so eine geile Lehrmethode. Weißt du, um den Keller wieder verlassen zu können, indem wir dich eingesperrt haben, musst du zum Unterricht gehen. Denn sonst lernst du nicht die Zauber, um hier überhaupt rauszukommen. Also entweder lernst du, mein Freund, oder du verhungerst elendig. Kannst dich hier von Bertie Bottsbohnen ernähren. Aber selbst die haben sie da oben hingepackt. Kommt doch kein Schwanz dran. Ah, super. Nee, ihr merkt gerade, wir müssen vorher zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Sie scheint jetzt nicht gerade gewillt zu sein, das nachzuholen. Ich denke mal, sie wartet darauf, dass hier Mr. Harry Potter wieder um die Ecke kommt und den Zauber macht. Er ist ja schnell mal warten, die anderen müssen die Arbeit machen. Naja, lieber 2 Stunden warten, ne, als mal eben eine halbe Stunde zum Unterricht gehen, Alter. Das ist Hogwarts-Logik hier. Ach, wunderschön. Es heißt ja auch Harry Potter und der Stein der Weisen und nicht Pavati Patil und der Stein der Weisen. Gegenstand sein könnte. Wir müssen aber erst zum Zaubertrunkunterricht. Zum Zaubertrunkunterricht? Wir dürfen Snape nicht warten. Ja, lass mal den Snape nicht warten, ansonsten. Boah, die hat eine Stimme, ne? Nun komm schon, Harry. Wir dürfen Snape nicht warten lassen. Wir müssen zum Zaubertrunkunterricht. Jetzt komm doch mal. Und ich habe was über den Stein der Weisen herausgefunden. Was? Du weißt nicht, was der Stein der Weisen ist? Du hast das Spiel, was? Wir haben vorher über den Stein der Weisen gar nicht geredet. Ich hab Pech. Nun pass gut auf, du Opfer. Da, Drekogeul und Malfoy. Drekogeul und Malfoy. Du musst schnell auf die... Ach, halt's Maul. Wenn du es schaffst, dein... Ja, gib mir die auf den Sack. Beste Zauber... beste Schulunterrichtsstunden aller Zeiten. Du musst Quicktime-Events drücken. So läuft das, Alter. Gute alte Retro-Games. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass der Tridi eine kleine Abneigung gegen Quicktime-Events hatte. Aber dieses Spielchen würdest auch du mögen. Es macht einfach Spaß, während ich hier Minz-Zweigleins hier reinhaue und Baumbeerensaft, what the fuck, und gedünstete Arme, was stand da? Einige Tropfen irgendein Scheiß, das Faultiergehirn natürlich, das er zwar mitgenommen hat, aber irgendwie habe ich mir wohl ein Stück davon abgeschnitten. Lecker. Lecker. Boom. Und damit ist der Wodka fertig. Für deine Verhältnisse. Das wäre erstmal gut für deine Verhältnisse. Ein Dummkopf würde erwachen, wenn du es besser machen würdest. Potter? Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Tridi? Magst du Harry Potter? Ich bin großer Harry Potter-Fan, ja. Oder zumindest ich war es mal. Ich meine, mittlerweile ist der Hype um Harry Potter schon ein bisschen abgeflaut. Wobei ich schon gespannt bin auf das 8. Buch. Auch wenn ich mittlerweile zu faul bin, um die Bücher zu lesen und ich auf den Kinofilm warte. Wenn denn einer davon kommt, na, wahrscheinlich ist es dann so ein Musical von Disney produziert. Ey! Hast du gesehen, was er gemacht hat? Freust dich schon drauf, wenn Hermine Let It Go singt. Let It Go. Weißt du, statt dass er ihn einfach direkt tötet, nein, er muss ja den Boden aufmachen, damit Harry Meter tief nach unten fällt. Jetzt geht's erst recht in den Keller. Jetzt ist mit der Karriere vorbei, Alter. Jetzt ist Harry komplett unten angelangt. Ah, ich erinnere mich. Das ist eine coole Stelle, Alter. Die habe ich als Kind sehr gemocht, auch wenn dieses Ding hier jetzt mit diesem blöden... Ist das der Troll? Das ist ein Troll, ja. Das ist ein Troll. Was macht denn der Bioberg-Troll hier? Der rennt im Kreis herum. Ich sag doch, die haben alle nichts Besseres zu tun in dieser Scheißschule, als auf mich, Harry Potter, zu warten. Wie gesagt, es heißt ja auch Harry Potter und der Stein der Weisen. Und aber was ein Glück, dass hier unten... Ach, scheiße. Moment, sind da die Botsbohnen drin? Nein, das sind keine Bertie Botsbohnen, das sind so Pantoffeldinger, Kartoffel. Ach, ich hab doch keine Ahnung mehr, Alter. Guck mal, ein scheiß Let's Play. Ich finde das eher interessant, dass die Teile hier unten wachsen, ohne Sonnenlicht, ohne Regen.
Also, eigentlich hat Hagrid uns erzählt, dass die Teile brauchbar sind, aber irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Unkraut. Ey, da kann man auch nichts richtig machen. Aber die haben ja doch gar nichts, Alter. Kein Sonnenlicht, kein Regen und ja, oh, komm, einfach mal so mitten auf dem Asphalt am Wachsen. Da kommt noch Licht rein, siehst du doch. Wenn ihr dem Vieh zu nahe kommt, rastet er übrigens aus. Schmeißt euch die Prügel raus. Drachenlord, schmeißt euch die Prügel raus, ja. Es passt von der Optik. Wenn Trier weiß, kann ich es mir nicht verkneifen. Ich bin da ja ganz neutral. Ja? Jetzt geht er mal hoch. Ich will meine Birdie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Habe ich eigentlich mal drauf geachtet? Warte mal. Das sind ja nur vier verschiedene Farben. Wieso habe ich die gelben noch nicht fertig? Das irritiert mich jetzt gerade. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen dann doch schlussendlich nur 100% raus. Harry, ich bin's. Raymond. Hey, Raymond. Kannst du mein Kätzchen sehen? Ich habe es dort unten miauen gehört. Raymond ist der Typ im zweiten Film, der ganz hinten stand, als der Shot über Hogwarts gewesen ist. Ah. Und als Harry sagte, ich habe etwas entdeckt. Oder meine Narbe tut weh. In den Büchern taucht er auch sehr oft auf. Wir haben heute gleich in dem Moment falsche Serie. Raymond ist sowieso so ein Hansel, Raymond, weißt du? Ja, Raymond, hier oben. Raymond ist ne, bei Raymond gibt es, wenn dann schon, eine Anzeige von Ubisoft. Alle lieben Raymond, nur wir nicht. Der hat seine Katze hier runtergeschmissen. Er hat sich gedacht, boah, Alter, ich will mal gucken, ob eine Katze durch die Gitterstube passt. Und hat die einfach hier runtergeschmissen. Wir können halt jetzt komplett ignorieren. Aber wir sind ja gut, wir sind ja schließlich Harry Potter. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Umweg. Holst dir die. Und werde hier seine Kätzchen die hier befreien. Die grünen und sicher Popelgeschmack. Ich suche jetzt mal seine Muschi. Weißt du, so. Ich sag jetzt mal gar nichts, Alter. Ich sag jetzt. Ey! Zurückgeworene Ratten. Stirb? Krätze? Ja, ich krieg die Krätze von denen. Das auf jeden Fall, ey. Alter! Alter! Wow, Alter, wie ich hier voll überfordert bin. Ich sag doch hier nix hier, Dark Souls, Harry Potter. Guck dir das an, ey. Ja, ja. Das Vieh ist für eine kurze Zeit unverwundbar. Was ist das für ein Game Design? Ja, das ist genauso wie. Oh, was ist hier? Ah, hier ist die Katze drin. Hier ist die Muschi. Guck mal, wie sie sich freut. Miau, 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 miau. Oh, das ist ja Harry Potter, Mann. Alter! Du erinnerst dich, wie groß die Ratten hier waren? Hier werden die Katzen von den Mäusen gefressen und nicht umgekehrt. Das auf jeden Fall, Alter. So, jetzt müssen wir natürlich, ich habe es früher gehasst als Kind, diese Begleitmissionen in PlayStation 1 und 2 spielen. Weil wenn du nur einen Millimeter zu weit aus dem Radius bist, ist der Begleiter-NPC so overfordert davon, dass er meistens zurückrennt. Ich erinnere nur an Kingdom Hearts 2. Du weißt, welche Szene ich meine, ne? Siehst du? Wo ist der hin? Ach so. Bei meinem Bein. Sie steht in dir drinne, Kollege. Musste gerade noch dreimal drauftreten. So, mein Freund. Ich würde dir aber raten, such dir ein neues Herrchen, bevor der wieder irgendwelche anderen. Wie gut, dass es hier keine Gullies in Hogwarts gibt. Das könnte schmerzhaft sein, Katze, wenn er den Drang bekommt, dich dadurch zu zwängen. Nächstes Mal schmeißt er dich in den Zaubertrankkessel. Komm, Mietzi, Mietzi, Mietz. Komm, Mietzi, Mietzi, Mietz. Ich hoffe, er ist mir dankbar, dass er hier seine Pussy wieder kriegt. Komm, Mietzi, Mietzi, Mietz. Da freut er sich sicher. Komm, Mietzi. Ich bin mal gespannt, was wir dafür kriegen. Ich glaube, wir kriegen dafür eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Und zwar von Madame Miau. Madame Miau. Kommst du? Miau, miau. Wingardium Leviosa. Und nicht Leviosa. Leviosa. So, Achtung, Katze kommt. Danke, Harry. Hier, ich gebe dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Jetzt schmeißt die nicht wieder runter. Jetzt wisst ihr, wie die Katze da unten gekommen ist. Wie riesig die Bildkarten sind. Wie bringt er die in seine... Nee, erzähl. Wie bringt er die in seine Hosentasche? Gar nicht, der packt die in den Zauberstab. Vor allem, jetzt wisst ihr, wie die Katze hier runtergekommen ist. Hier war unten einer und hat gesagt, hey, da unten ist eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer, gib die mir hoch. Ah, danke, hier, ich geb dir meine Katze. Oh, scheiße. Nächstes Mal, wenn du oben vorbeigehst, steht da unten, ey, tausche deine Karte für einen. Moment, war da ein Trollschlafsaal? Ja, Mann, natürlich, Alter. Hier im Keller sind die Trolle, Alter. Ja, da kommen wir natürlich noch nicht hoch, weil wir vorher diesen Hebel betätigen müssen, der ganz versteckt und dezent natürlich ist. Findet kein Mensch da hinten. Trollschlafsaal in Hogwarts.
Das war im ersten Teil was Besonderes. Das hieß, dass die Viecher nicht klug genug sind und dass die hier reingelassen wurden. Aber warum ist da ein Schlafsaal in Hogwarts? Einfach, weil es Spaß macht? Einfach darum? Einfach, weil sie es können? Ich kann es dir nicht sagen. Vor allem, dass sie einen eigenen Schlafsaal haben, der dann auch noch dementsprechend markiert ist. Das sollte einen eher zu denken geben. Und ich bin gleich tot, Alter. Der große Harry Potter, der Junge, der überlebte, der dann von einer Ratte getötet wurde. Der Junge, der nicht überlebte. Aber auch sehr schön die Animation hier mit den Fledermäusen. Ist jetzt kein großes Können, aber gehört doch ein bisschen zur Detailverliebtheit. Ich mag das Spiel einfach. Aber deswegen mache ich ja auch das LP. Hat diesen alten Style. Ich will wissen, wie viel Nostalgie in diesem Spiel noch steckt und wie gut es jetzt schlussendlich doch eigentlich ist. Denn das ist ja die Problematik, die wir mittlerweile haben. So wie ich das mache, ist das eigentlich voll schwierig. Eigentlich könnt ihr auch den hier machen, dann bleiben die Dinger stehen. Aber irgendwie bin ich komplett gegen Stillstand. Ich finde das so ein Ding einfacher. Bis du reinfällst und tot bist. Der wollte nicht springen. Ah, bist im Krankenflügel gelandet. Und weil sie so, sie war auch so nett, dich dann gleich wieder runterzubringen, nachdem sie fertig war. Schmeißt du mich erstmal wieder runter, die Sau. Muss jetzt alles nochmal machen hier mit den Trollen. Dicker, PlayStation 1 Spiel. So was wie Kontrollpunkte gab's hier noch nicht. Nee, ja. Habe ich auch schon gesagt. Die waren damals zu teuer. Die waren nicht im Budget mit inbegriffen. Aber Hauptsache der Trollschlafsaal. Und 20 Stunden Cutscene hier. Gesundheit. Ist aber drollig gemacht. Kannst du nichts gegen sagen, gegen das Design hier, dass sie die Trolle zum Niesen bringen muss, ne? Ich meine, das Ende mit einem Typen mit zwei Gesichtern ist dann wieder nicht so kindgerecht gemacht, aber okay, gut. Steckst du halt nicht drin, ne? Kommst jetzt mal hierher? Du hattest übrigens eine Frage, die du mir gestellt hast am What the fuck? Geh weg! Guck mal, wie er mir die Prügel rausschmeißen will. Der ist gar nicht mal so groß. Die Trollololololol zocken dann die Größe. Geh mal auf! Jetzt gleich die Prügel raus. Ja, er schlägt mir die Prügel raus. Kriegst du gleich hier den glühenden Speer zu spüren. Alter! Geh doch da! Ich kann da nicht hoch. Ich muss erst das Ding aus der Hand schmeißen. Ich bin Harry Potter. Ich bin zu dumm dafür. Wenn du das Ei in der Hand hast, dann ist das zu viel. Das Ei. Gehst du da jetzt mal drauf, du Sack? Gesundheit. Nee, du hattest eine Frage an mich, die du, wo ich dir gesagt habe, die solltest du mal den Zuschauern stellen. Die haben da sicher eine gute Antwort für. Ach, jetzt, ich muss jetzt gerade überlegen, was du meintest. Ja klar, hier, jetzt nach dem Brexit und so. Oh nee, jetzt muss ich die Kakatze nochmal holen. Boah, Leute, wir machen hier kurz einen Schnitt. So, die Quest ist erfüllt, mein Freund, du hast sowieso keine Existenzberechtigung mehr. Ta-ta-ta-ta. Edgar Struzend. Was? Ist die Karte. Edgar Struzend. Barbara. Das ist Barbara Streisand, Alter. So, Leute, wir machen weiter. Harry Potter, wir haben die Katze zurückgebracht und ich renne wieder von A nach B, wieder nach C, obwohl ich nach D muss. Aber ihr kennt das ja mittlerweile nicht anders von mir. Wieder einsammeln. Oh mein Gott, dieses Rätsel. Ah, ich habe schon ganz vergessen, wie ich das löse. So, jetzt darfst du nochmal deine Frage stellen, Kumpel. Ja, bevor du wieder stirbst, stell ich schnell mal eine Frage. Und zwar jetzt mit dem Austritt von Britannien aus der EU, ob jetzt wohl europäische Kinder noch nach Hogwarts dürfen oder ob die jetzt dann wirklich hier nach... Wer gibt mir die blöden Punkte? Die Punkte, ja. Ob die jetzt... Hat der Himmel mir die jetzt gegeben? Das ist eine gute Frage. Ja. McGonagall, okay, guck dir die. McGonagall ist die ganze Zeit am Spannern. Außerdem hast du gerade Schaden genommen, weil du so hoch runtergesprungen bist. Du stirbst gleich wieder, ich sehe das schon. Der soll nicht heulen, der blöde Ari. Okay, jetzt gehen wir mal den Sieg. Ich bin ja nicht wegen dem Schaden gestorben, sondern weil der Vollidiot in die Brühe reingefallen ist und du tot warst. In die Brühe reingefallen ist, genau. Er hat zu viel gesoffen. Solltest du mal aufpassen hier. Ich hab die Stelle als Kind so gehasst, ey. Vor allem, die Kamera bleibt wegen der blöden Wand immer hängen. Geschafft. Filipendo ist. Oh, Spannung, Alter, Spannung. Oh, Schokofroschheilung. Ja, gut, erzähl weiter. Also, wegen Brexit dürfen... Ja, wie gesagt, wegen Brexit müssen die jetzt alle nach Domstrang oder... Nach Domstrang? Ist das nicht in Russland? Das ist in Russland, ja. Ja, aber Russland ist doch nicht in der EU, du Pappnase. Hier, zu den Franzosen müssen sie, zu den Blondinen hier. Genau, zu den Blondinen. Aber du, da hätte ich nichts gegen. Jo,
Ob das ja ist, das ist in dem Fall die offizielle Zaubererschule von der EU. Also wenn ihr auf die Zaubererschule wollt, nach Hogwarts dürft ihr leider nicht mehr. Habt ihr Pech gehabt. Moment mal, wuseln da jetzt nicht die Trolle rum, weil der Trollschlafsaal auf ist? Doch. Nee, aber der schläft noch. Wie viele sind denn da drin in dem Schlafsaal? Einer, glaube ich. Ja, das ist ja... Und das ist der eine, der später auch in der Küche, genau, im Badezimmer daran da alles schiebt. Kannst du dir mit... Boah, Alter, das ist ein richtig weiches Bett, richtig schön von Ikea. Schön weich. Kannst du dir im Zauberstab in die Nase stecken, da musst du später nicht mehr warten. Das sieht richtig gemütlich aus. Jetzt müssen wir aber leise sein, Tridi. Nee, aber das ist eine gute Frage mit dem Brexit. Pass auf, ich bin jetzt mal leise. Bam. Hat er nicht gehört. Ding sieht aus wie ein Penis. Ist dir das aufgefallen? Alter, das war keine gute Idee, Mann. Das war keine gute Idee. Hauptsache, du kriegst 25 Punkte für Gryffindor. Ja. 25 Punkte gehen an Harry Potter, der Typ, der unten im Keller irgendeinen Hebel geöffnet hat. 35 Punkte gehen an Harry Potter, der Typ, der die Schulregel das 10. Mal gebrochen hat. Aber Herr Dumbledore, wir können doch gar nicht nachvollziehen, ob Harry Potter das gemacht hat. Ist egal, es ist Harry Potter. Sollte das ins Feuer stellen und verbrennen? Oh, das war zu laut. Ey, du hast den... Tschüss! Das war... Guck mal, wie er wieder pennt. Oh, nee. Die Tür aufmachen sehe ich nicht ein. Warum war da überhaupt ein Schloss vor, Alter? Das war sowieso nicht ansatzweise das Bedürfnis, diesen Raum zu verlassen.